Meine Kollegin Sandra Wieger ist für uns in Worms. Die Macher sind also zufrieden, aber es sind etwas weniger Zuschauer als im vergangenen Jahr. Wie hat man das heute auf der Pressekonferenz erklärt? Ja, es waren ungefähr 1000 Zuschauer weniger und Zuschauerinnen als im vergangenen Jahr. Bei der Pressekonferenz hieß es, das habe zum einen sicherlich was mit dem Wetter zu tun gehabt, dass dieses Jahr etwas instabiler war als im vergangenen Jahr. Im Moment fängt es übrigens auch gerade leicht an zu regnen. Ja, und dann gab es ja im vergangenen Jahr eben die spektakuläre Hildensaga-Inszenierung, diese Inszenierung zu erinnern. Erinnerung hat Kritiker, professionelle Kritiker und Besucherinnen und Besucher zu wahren Begeisterungsausbrüchen hingerissen. Und da hatte man tatsächlich eine Auslastung von fast 100%. Aber die Macher hier sagen, das könne man auch nicht von jedem Jahr erwarten und auch nicht schaffen. Sie sind deshalb mit 90% in diesem Jahr zufrieden. Was sie auch sagen, wir haben es schon gehört, es wurde viel diskutiert über diese Inszenierung in diesem Jahr, so viel wie wahrscheinlich noch über keine Inszenierung hier in Worms. Und das sei schließlich auch Aufgabe von Kunst und Kultur. Und man habe es dadurch auch geschafft, neue Zielgruppen auf Worms und die Nibelungenfestspiele aufmerksam zu machen, auch Jüngere. Und auch das sieht man hier als Erfolg. Um 8:30 beginnt die letzte Aufführung. Wie ist die Atmosphäre an diesem Abend? Naja, wir haben ja heute die dernière, also die letzte Aufführung. Die ist traditionell nicht so glamourös. Man sieht nicht so viele elegante Roben und Prominenz wie bei einer Premiere. Aber der Heilshofpark ist schon voll und die Leute haben Lust auf die Inszenierung. Das merkt man ihnen an. Danke für diese Live-Informationen aus Worms, Sandra Wieger.